Ihr habt mich gefragt, was ist eigentlich Butterschmalz? Und genau das werde ich euch heute erklären. Ich werde euch auch zeigen, wie man Butterschmalz selber herstellt und was man so draus machen kann. Viel Spaß beim Zuschauen! Für das Butterschmalz könnt ihr ganz normale Markenbutter nehmen. Ich habe jetzt hier mild gesäuerte, die ist mit Bakterien behandelt worden. Es gibt aber auch Süßrahmbutter, die könnt ihr auch nehmen. So, und den Topf stelle ich mir jetzt auf den Herd. Das Ganze auf mittlere Stufe bis dreiviertel der Stufe. Und da lassen wir sie jetzt einfach schmelzen. Und während die Butter gerade auf dem Herd schmilzt, gibt es noch ein paar andere Informationen zu Butter. Und zwar, die hat einen hohen Cholesteringehalt und sie hat sehr viele gesättigte Fettsäuren. Also was die gesundheitlichen Aspekte angeht, ist die Butter jetzt nicht gerade weit vorne. Der Geschmack allerdings, den finde ich bei Butter eben sehr, sehr angenehm. Sie lässt sich bis über 200 Grad erhitzen. Das heißt, man kann sie zum Braten verwenden und man kann sie zum Frittieren verwenden. Die wird unter anderem in der Ayurveda-Küche als Ghee verwendet. Und sie hat auch noch andere Namen, nämlich zum Beispiel Butterschmalz, geklärte Butter, gesottene Butter, mehr so im südlichen Raum. Und ihr bekommt aus einem Kilo Butter etwa 700 Gramm Butterschmalz. Das wiederum ist dann etwa gekühlt ein Jahr lang haltbar, also in der Zeit sollte man es dann schon aufgebraucht haben. So, die Butter wird langsam heiß und durch das Erhitzen kann man jetzt sehr schön sehen, wie sich das Eiweiß oben absetzt und die Molke, die sinkt auf den Grund ab und deswegen sieht das so aus, als ob die kochen würde. Das heißt, die Molke erhitzt sich und will verdampfen und muss dann eben durch das Fett durch. Deswegen muss sie schön vor sich hin köcheln. Aus der Butter, so wie sie jetzt ist, wenn man die längere Zeit erhitzt, kann man auch eine Nussbutter draus machen. Und zwar lässt man dann die Molke eben leicht am Topfboden anrösten und dadurch entsteht ein schöner nussiger Geschmack und dann wird es eben Nussbutter. Die ist auch sehr, sehr lecker und lässt sich ähnlich dann wie Butterschmalz verarbeiten, nur halt mit dem Nussaroma. So, die Butter hört jetzt langsam auf zu kochen. Und jetzt sieht man auch richtig schön, wie klar die jetzt ist. Und deswegen heißt es auch geklärte Butter. Und wenn man sie jetzt noch weiter auf den Herd stellt, bekommt man eben die Nussbutter, wie eben erwähnt. Das Eiweiß obendrauf, das ist fest, oder was heißt fest? Fest genug, dass es im Sieb hängen bleibt. Und die Molke unten ist verdunstet. Das heißt, wenn ich mir die jetzt gleich durch ein Sieb abpassiere, vorher lasse ich sie noch ein bisschen abkühlen, dann habe ich nachher nur noch dieses Butterfett oder Butterschmalz und kann das dann eben zum Braten, Backen, Kochen verwenden, je nachdem, wofür ich es gerade brauche. Wobei zum Backen würde ich es nicht unbedingt verwenden, denn da ist die normale Butter doch noch deutlich gehaltvoller und besser geeignet. Das war's dann zum Thema Butterschmalz. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und eure Fragen beantwortet. Und dann hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Kochen!